Wir befinden uns jetzt hier vor dem Köpenicker Rathaus in märkischer Backsteingotik mit Ziergiebel und Turm. Das Rathaus wurde 1905 eingeweiht. Hier werden oft Hochzeiten gefeiert und hier befindet sich eine Ausstellung zum Hauptmann von Köpenick. Es wurde 1901 bis 1905 anstelle eines Vorgängerbaus für die damalige eigenständige brandenburgische Stadt Köpenick erbaut. Das Luisenheim ist eine historische Grünanlage mit restaurierter Uferpromenade, Skulpturen, Spielplätzen, Gastronomie und Schutzanlegestellen. Hier kann man sich sehr gut erholen. Berlin ist Europas größtes gemeinnütziges Kinder-, Jugend- und Familienzentrum. Es bietet kreatives Spiel, Spaß, Erholung und Kultur für die ganze Familie. Was halten Sie vom Köpenick? Viel Wasser, schönes Wetter, freundliche Leute. Ich finde es sehr schön, hier am Wasser zu sein, das zu genießen und hier rumzuschwänzeln, ein Eis zu essen, im Schatten zu sitzen und zu gucken, was hier auf dem Schlossplatz passiert. Okay. Genau, wir waren gerade nämlich Tretboot fahren. Das ist großartig hier mit dem vielen Wasser. Grün hat, das alte Bebauung, Häuser, Wasser, Ruhe, Restaurants, ein Schloss. Finde ich alles schön. Die unvollendet gebliebene Schlossanlage ist auf einer künstlichen Insel am Rande der Köpenicker Altstadt zu finden. Der heutige Bau entstand zwischen 1677 und 1690. Das sind die Netze des NL-Architekts. Hier kann man schon klettern und hier findet einmal im Jahr die Oper des Netz statt. Der Mögelturm ist 29,61 Meter hoch. Im Jahre 2015 soll die Restauration fertiggestellt werden. Wir sind jetzt hier am Mögelturm. Eine Mitinvestorin ist Claudia Pechstein. Sie ist eine bekannte Eisschnellläuferin. Was finden Sie so toll am Köpenick und am Mögelturm? Eins muss ich ganz kurz korrigieren, Mitinvestorin nicht, aber ich gebe natürlich gerne meinen Namen hier dafür her, weil ich sehr gerne auf dem Mögelturm bin. Ich bin Berlinerin und finde Köpenick einfach den tollsten Bezirk überhaupt Berlins und der Mögelturm muss auf jeden Fall wieder aufgebaut werden und dafür stehe ich mit meinem Namen. Die jetzt hier neben dem Investor vom Mögelturm, was finden Sie denn so toll am Mögelturm? Also im Moment finde ich nur die Geschichte des Mögelturms toll. Ansonsten hast du ja gesehen, sieht es noch ganz schlimm aus hier oben. Und das Abenteuer, ihn wieder zu errichten, ist, glaube ich, das Tollste im Moment in meinem Leben, muss man so sagen. Ja. Hier befindet sich die kleinste Brauerei Deutschlands. Sie ist gerade einmal 35 Quadratmeter groß und genauso viele Sitzplätze hat sie auch. Hier auf dem Schlossplatz findet wöchentlich ein Markt statt. Die evangelische St. Laurentius Stadtkirche ist die Pfarrkirche des Berliner Ortsteils Köpenick. Das heutige Kirchengebäude ist das zweite Gotteshaus an dieser Stelle. Das erste wurde im 13. Jahrhundert errichtet und 1837 abgerissen. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. Flash a smile.